Willkommen zurück, Abenteurer. Wir machen weiter mit Pathfinder Through the Ashes DLC. Und ihr seht, wir sind in einer wunderschönen Pilzhöhle gelandet, die nicht nur wunderschöne Pilze enthält, sondern auch wunderschön animiertes Ungeziefer, was da unten lauert. You're not a threat, you're an obstacle. Aber ich muss sagen, ein Riesenkompliment an Owlcat Games, was die so grafisch da gezaubert haben. Adventures are exciting. So, aber das Wichtigste, wir hatten ja welche kennengelernt hier. Nämlich Venrat. So exciting! Hey, wer seid ihr? Sagt Venrat, gebt euch zu erkennen. Eine Gruppe zerlumpter Männer mit Fackeln steht vor euch. Ihr offenbar kampfbereiter Anführer lässt sich nicht aus den Augen. Beckert. Hey, wir sind Freunde, Venrat. Der Tiefling verschränkt seine Arme. Und jetzt schreit am besten noch lauter, damit sämtliche Kultisten, Dämonen und Bestien aus dem Untergrund angerannt kommen. Venrat. Für euch immer noch Sergeant Venrat. Deep. Eckhart. Für mich seid ihr ein eher ahnungsloser Einfallspinsel, der die Kata auswendig gelernt und zeitlebens gegen Dämonen aus Sperrholz gekämpft hat. Ein eitler Popanz, dessen Arme und Beine und hochgetragene Nase vom ersten echten Dämon abgebissen wurde, dem er begegnet. Ihr kennt euch? Fragen wir. Ein wenig, meint Rekard und verzieht sein Gesicht zu einer Grimasse. Das hier ist Venrat, ein Sergeant aus der Grauen Garnison. Als ich ihn zuletzt sah, hat er neuen Rekruten gezeigt, wie man marschiert, ohne dem Vordermann auf die Hacken zu treten. Der Tiefling grinst. Wir sind gerade einigen Kultisten entkommen und unterwegs sind zum Hüterherz. Venrat, okay, das ist der traurige Rest meiner Kompanie. Venrats Augen sind schmerzerfüllt, als er seinen Blick über die kleine Schar seiner Getreuen schweifen lässt. Sie gleichen eher Überlebenden als tatsächlichen Soldaten. Bei allem Respekt für Tira Bait und die Adlerwacht, sie haben keine Chance. Sie werden alle sterben. Sollen mich Mendev, die Königin und die Göttin doch dafür zur Verantwortung ziehen? Ich werde sie im Untergrund verstecken und vor den Dämonen retten, koste es, was es wolle. Aha. Wohl eher ein Deserteur. Wie mir scheint. So ist das also, sagt Rekard. Wenn sich die letzten mendevischen Kreuzfahrer wie Ratten in ihre Löcher verkriechen. Venrat, ihr wisst es noch nicht, oder? Der Sergeant wendet seinen Blick ab. Anivia Tira Bait ist tot. Sie ist gefallen, wie alle anderen, als die Dämonen kamen. Die Tira Bates leiten den Widerstand in Kinabris. Kleine Info aus dem Hauptspiel. Rekard. Verlogener Hund. Der Kundschafter funkelt den Sergeant an. Tot? Habt ihr ihre Leiche mit eigenen Augen gesehen? Statt zu antworten, zuckt Venrat nur mit den Schultern. Rekard, heißt das, dass dieser Nivir für euch wichtig war, fragen wir? Rekard, nicht wahr, ist, schreibt sie nicht feierlich ab. Sie ist schon aus vielen misslichen Lagen entkommen.
Der Tiefling atmet durch, spricht dann mit sanfterer Stimme weiter. Sie hat mir geholfen, als ich ganz unten war. Ohne Anivia würde ich immer noch Leute bestehlen oder in irgendeiner Gasse verrotten. Ich denke, ihr wisst jetzt, ob sie mir wichtig war oder ist. Okay. Könnt ihr Waffen? Habt ihr Waffen für uns? Benrad. Leider nein. Wir sind nur mit knapper Not aus der Garnison entkommen. Keine Waffen. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Benrad, das versuchen wir gar nicht. Im Gegenteil, wir wollen tiefer hinein, wo keine Dämonen sind. Aber wenn ihr ins Hüterherz müsst, versucht es über den Fluss, sucht nach einem Zugang zur Kanalisation. Die Stollen müssen zum alten Friedhof führen. Ah, über den Fluss zum Friedhof. Und der hat uns einen Schlüssel gegeben, einen beschädigten Stahlschlüssel. Hier gibt es haufenweise Gitter und viele davon sind verriegelt. Aber ich habe noch einen Ersatzschlüssel. Wir sollten uns zusammentun, findet ihr nicht? Wie gesagt, diese Schlacht können wir nicht gewinnen. Ich muss meine Männer vor diesem Massaker wegschaffen. Von diesem Massaker. Tuvel? Sergeant, bitte lass mich mit Ihnen gehen. Wir sind Kreuzfahrer. Wir müssen kämpfen, nicht fliehen, sagt dieser Zwerg mit Axt. Ja, den können wir doch gebrauchen. Wer braucht keinen Zwerg mit Axt? Und rotem Bart. Okay, ja. Why not? Benrad, noch mehr Freiwillige? Als einige Männer die Hände heben, nickt der Sergeant. Also gut. Sollen euch die Freiwilligen begleiten, aber mehr als 3 Mann kann ich nicht entbehren. Achso, wir können aussuchen. Sergeant, bitte entscheidet, wer uns begleiten wird. Benrad, du und du. Ihr eskortiert die Zivilisten. Der Sergeant betont das letzte Wort, während er Rekard in die Augen blickt. Der allerdings so tut, als hätte er nichts gehört. Okay, wir kriegen Verstärkung. Schlagen wir ein Lager auf. Ruht euch aus. Okay. Wow, wir haben drei Mitstreiter bekommen. Tuvel, ein Halborg und ein Halbling oder ein Halbling noch, eine Frau. Oh, now what? Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, wir haben einen Attentäter-Zwerg. Wir haben eine Halborkin, Kämpferin. Und wir haben einen Halbling, Klerikerin. Ja, ist das schön. Ohne Waffen, ja, das ist nicht schön. Ja, wir können noch so ein paar Holzzahnstocher verteilen. Mehr haben wir leider nicht. Aber lieber zu fünft mit Holzschwertern kämpfen, als zu zweit mit Holzschwertern kämpfen. Gut, ein Knüppel. Der ein bisschen was kann. Okay, den kriegt Amiri. Mein Hauptcharakter. Mein selbst erstellter Hauptcharakter. Ja, und den Rest verteilen wir mal so ein bisschen hier. Der Kämpferin braucht auf jeden Fall einen Speer.
Halborg ist ja relativ robust, genauso wie Zwerg. Und der kriegt natürlich auch eine Waffe. Die Klerikerin, ja. Immer noch was über, kriegt auch einen Speer. Aber die hat natürlich die wenigsten Hitpoints und kann aber dafür ein bisschen zaubern. Deswegen sollten wir die dann natürlich ein bisschen, ja, nicht ganz so offensiv einsetzen. Und der Zwerg kann auch mit seinen Fäusten gut zulangen, sehe ich gerade. Weil die Waffen sind ja eher so, ja, Requisiten. Okay, wir kriegen noch einen, was? Nur einen Ring und leichte Wunden verursachen. Das hilft nicht bei lebenden Bürger. Kein Schwert, kein Kettenpanzer. Immerhin konnte ich noch in meine Stiefel schlüpfen. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht in diesen Höhlen. Ach, Bemir, alte Hütte. Ich glaube, mit dem haben wir schon gesprochen. Aber er will nicht mit in die Party. Blöd. Ja, ja, genau, der Müller. Aber ich glaube, er sagt nichts Neues. Das hat sich hier nur ein bisschen resettet hier mit den Dialogen. Die sind aber nicht neu. Valmott. No one stands in my way. Ja. Is there trouble? Alle versammelt. Kriegen wir aus Venrath noch was heraus? Das ist ein echtes Labyrinth hier unten. Wir sind von Gitter zu Gitter durch diese Gänge gestreift, bis wir auf ein Skelett stießen, das gekleidet war wie ein Arbeiter. Er hat einen Ring. So. Wir können rasten. Yippie. Es wird Zeit. Okay. Automatische Verteilung der Aufgaben. Nachtwache, Tarnung, Schutzrituale übernimmt natürlich die Klerikerin. Und Amiri kocht ein herzhaftes Essen. Okay. Kein Gefängnis kann Rekkard lange festhalten. Einfluss der Verderbnis nicht geschwächt. Okay, ist aber noch relativ gering. Ich denke mal, wir können ja auch demnächst hier entkommen. Ich denke mal, die Verderbnis, ja, können wir erstmal noch vernachlässigen. Ist ja noch relativ niedrig. Und wir werden uns mal an die Erkundung hier dieser Höhle machen. I'm gone. Okay. Mit Rekkard. Oh, was ist denn das? Ein Bogen? Aber da unten waren noch irgendwelche Fliegen oder Tausendfüßler. Oh, Glück, Glück, genau. Aber gut, dieser Viecher ist ja nur so Ungeziefer, wie gesagt. Never a dull moment. Kill?
3. Aber Rekkard kann die meisten mit einem Schuss killen. Meistens. Aber wir sind ja jetzt zu fünft. Coole Musik. Oh, Glück. Okay, mach ihn platt. Splash. Oh, ein bisschen knapp. Aber kein Angriff mehr. Okay. Tyrell, was kannst du mit deinen Fäusten? Oh, Gelegenheitsangriff. Okay, es war vermeidbar. Das war nicht so schlau. Okay, unterschätzt. Auch Tausendfüßler können lässig werden. Oh, Tuffel hat eine Vergiftung. Okay, es war vermeidbar. So, Walmott. Let's hear you fall. Was soll er denn? Oh nee, einen Geschicklichkeitsschaden hat er sogar bekommen. Von dem kleinen Vieh? Okay, das war vermeidbar. Minus 2. Das geht erst bei der nächsten Rast weg. Vermeidbarer Fehler, würde man beim Tennis sagen. Und beim Rollenspiel ebenso. Aber wir haben jetzt was? Einen Bogen? Ja. Das ist so nett. Ah. Ein Langbogen, das ist sehr gut für Rekkard. Ich denke, da kriegt er noch einen besseren Angriff und mehr Schaden. Ja, 2 mehr Schaden. Und bessere Crit-Chance. Angriff plus 5, sehr schön. That's nice. Dann können wir... Ja, jemand anders den Crossbow geben. Nämlich Walmott. Also von diesen Tausendfüßern sollte man sich schon fernhalten, weil die können Giftschaden machen und dann kriegt man einen, unter Umständen einen Attributsschaden permanent. Okay, weiter geht's. Oh, ein Riesenvieh. Ein Riesentausendfüßler. Okay, den sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Da geht's rauf. Oh, fliegen. Okay, machen wir erstmal die Fliegen platt. Ich denke, da oben scheint ein guter Platz zu sein, vielleicht zum Kämpfen. Aber diesmal bitte nicht so nah ran. Ach Mann, trefft doch mal Leute. Ja, Tuvel. Kleiner Schaden abbekommen.
Okay. Please. Schieß mal doch, lieber. Rackard hat einen Gelegenheitsangriff abbekommen. Fies. Ich sollte das Ungeziefer nicht unterschätzen. Was ich getan habe, und das hat sich gerecht. Auch Mist fliegen können lästig sein. Kampfrausch! Amiri, hau sie weg. Sag ich doch. Oh, aber hallo. In den Abgrund gestürzt. Riese fliegen nennen sie die, also da fehlt ein N. Obwohl das sonst sehr, sehr gut übersetzt ist alles. Wohl eher ein Flüchtigkeitsfehler. My mission. Ach man. Is a failure. Was? Das? Ja, Level 1, okay. Da können zwei Treffer zum Tod führen. Okay, er ist ja nur bewusstlos. Mein Gott. Okay, das war wirklich vermeidbar. Wir waren halt zu nah ran. Mit Rackard. Wer noch die Keule? Die gleich mit der Miri da hingehen sollen, im Kampfrausch und die wegputzen, so wie, ja. Hätte. Okay, Rackard muss hier holen. Na gut, man könnte natürlich jetzt sagen Reload. Dann ist die Sache natürlich... Kann man die viel besser machen. Aber gut, wir wollen jetzt ein bisschen weiter spielen. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Aber wir können ja auch heilen. Mit unserer Klerikerin inzwischen. Aber gut. Das kann man besser machen, gebe ich zu. So, was haben wir denn da? Eine Spruchrolle und noch ein Knüppel, das ist gut. Für unsere Orkin. So eine Art Lagerplatz hier. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich denke, ich werde nicht rasten. Ich werde hier noch so ein bisschen rumstreifen. Also, schaltet wieder ein. Danke fürs Zusehen. Euer Montor.